In der Münchner Ludwigstraße drängen sich zum Tag der Deutschen Einheit Tausende. Alle Bundesländer präsentieren sich hier auf der Ländermeile. 22 Jahre Einheit, ein Grund zum Feiern. Im rheinland-pfälzischen Zelt, Geselligkeit mit kulinarischen Spezialitäten und natürlich mit Wein. Zum letzten Mal als Vertreter des Landes hier, Kurt Beck. Gleich will er mit Schülern über Bürgerbeteiligung diskutieren. Aber ein Besucher setzt ein anderes Thema. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir... Können Sie mal das Maul halten, einen Moment, einfach das Maul halten, wenn ich ein Interview mache. Das ist nicht ehrlich, das ist dumm, aber das ist ein Unterschied. Aber ich finde es gut, dass Sie zurückkommen. Ja, jetzt ist aber gut, ja? Also irgendwo können wir nochmal, ja. Warum das Thema Bürgerbeteiligung jetzt als Diskussionsthema? Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen der Zukunft, denn wir haben natürlich unsere Demokratie immer stark aus der Abgrenzung zu dieser furchtbaren Nazi-Diktatur, zu dem DDR-Regime begründet. Und ich glaube, das reicht nicht mehr, um junge Menschen zu überzeugen. Das sehen die Schüler auch so, fordern deutlich mehr Mitbestimmung. Eine halbe Stunde lang diskutieren sie angeregt mit dem noch Ministerpräsidenten. Zeit für Melancholie bleibt da kaum. Ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten geredet und da ist noch keine Zeit gewesen, um ja, den Abschied im Auge zu haben. Ich bin gerne hier. Sprach's und stürzte sich hinein ins Bierzelt der bayerischen Gastgeber.